Ja, und jetzt aber hast du erst noch ein bisschen frei. Also musst du jetzt nicht direkt weiter. Jetzt muss ich Schnee schaufeln dann. Ach, Schnee schaufeln, genau. Und sie muss Schnee schaufeln. Ich muss ja noch sagen, wer morgen kommt. Ich habe mich hier verquatscht. Morgen kommt ja Astronaut und Wissenschaftler Professor Dr. Ulrich Walter. Hat natürlich jede Menge Geschichten aus dem All zu erzählen. 50 Jahre Mondlandung, haben wir sogar ein Jubiläum. Vielen, vielen Dank, Christine, dass du hier warst. Danke. Immer, immer ein großes Vergnügen. Und jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Und viel Spaß beim weiteren Schneeschaufeln. Danke. Okay, das ist gut für die Arme. Schönen guten Abend, hallo Niedersachsen hier am 10. Januar, wie immer mit den spannendsten und spektakulärsten Bildern des Tages und dazu gehören auf jeden Fall diese hier. Nach 2 Tagen in Schnee und Eis kommt die Brockenbahn endlich vom Gleis. Flammender Appell, bundesweite Aufklärungskampagne gegen Schütteltrauma und weil zu oft 112 gewählt wird, Pilotprojekt soll Rettungsdienste entlasten. Und zu Beginn, der Blick in den Harz, da war ja eine Lok der Harzer Schmalspurbahn, touristisches Zugpferd der ganzen Region, im Schnee stecken geblieben. Vielen Dank an Peter Jagler, live aus dem Harz. Und jetzt ein dramatischer Appell an alle Eltern im Land von einem bundesweiten Bündnis gegen Schütteltrauma. Ein 20-jähriger Hacker soll private Daten von rund 1000 Politikern und Prominenten gestohlen und im Internet veröffentlicht haben. Ein prominentes Opfer, Doris Schröder-Köpf. Das wurde heute auf einer Pressekonferenz in Hannover bekannt. Mehr dazu in den Kurznachrichten von Antje Wöhnke. Nicht nur die Notaufnahmen im Land sind überfüllt, weil Menschen selbst mit kleinsten Wehwehchen dort auftauchen. Auch die Notrufnummer 112 wird mittlerweile immer häufiger gewählt. Selten, wenn nicht sogar nie zuvor, musste sich die Bundeswehr so neu erfinden wie aktuell. Und ich meine damit nicht die militärischen Herausforderungen dieser Zeit, sondern die Tatsache, dass die Bundeswehr attraktiver werden muss. Mehrere hunderttausend Niedersachsen schalten jeden Freitag ein, wenn die Hofgeschichten laufen. Da begleiten unsere Kollegen Landwirte bei ihrer Arbeit. Einer davon ist Geflügelhalter Rainer Dütz, der größte Direktvermarkter im Land. Er besitzt fast 40.000 Legehennen. Und morgen sehen Sie dann die ganze Sendung Hofgeschichten immer freitags im NDR Fernsehen um 18.15 Uhr. Und jetzt lieben Dank an all diejenigen, die uns heute ein Wetterbild geschickt haben. Das waren wirklich eine ganze Menge. Wir fanden den Sonnenaufgang von Andrea Waschner aus Zetel sehr schön. Das hier ist der Ems-Jade-Kanal, der von Emden kommt, quer durch Ostfriesland fließt und dann hier in Wilhelmshaven in die Nordsee führt. Spiegelglatte Wasseroberfläche, großartige Farben, wirklich schön. Vielen Dank. Und wie gesagt, nicht das Einzige an diesem Tag haben wir, denn morgen wieder so schönes Fotowetter. Claudia Kleinert. Arne, das Wetter gibt immer gute Motive her für Fotos. Allerdings morgen werden das möglicherweise eher Winterbilder sein. Vielen Dank, Claudia. Und bis morgen, liebe Niedersachsen. Ihnen allen einen feinen Abend noch. Ciao. Ich danke dir, dass du da warst heute, Laura. Es war wirklich spannend, dir zuzuhören, diesen Fall mal aus deiner Sichtweise zu hören, wie das war, was du alles erlebt hast. Morgen kommt unser Freund, die Mutter aller Kochshows, Rainer Sass zu uns aufs rote Sofa, gibt Tipps rund ums Kochen, aber viel natürlich aus Rainers Leben. Morgen Abend ab 18.45 Uhr. Laura, herzlichen Dank. Ja. Es gibt jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland und ab morgen, 18.45 Uhr, sind wir wieder da. Tschüss und schönen Abend. Guten Abend zu Hallo Niedersachsen. Heute mit der ganzen Spanne von Dummheiten bis zu großen Sternen und das sind die Themen. Dünnes Eis, Lebensgefahr auf Niedersachsens Gewässern. Neue Suche nach Katrin Konert. Was haben die Ermittler gefunden? Und Breitensport im Rampenlicht. Sterne des Sports für Niedersachsen. Ein paar Tage Frost reichen längst nicht aus für dickes Eis. Es gibt kaum jemanden, der nicht warnt. Die Kommunen, die Feuerwehren, die DLRG und viele, viele mehr. Vielleicht klärt sich jetzt endlich das Schicksal von Katrin Konert. Seit 18 Jahren ist völlig ungewiss, was aus ihr geworden ist. Die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra und der Abfallentsorger AHA sind dabei, ihre Busse und Müllwagen künftig mit Abbiegeassistenten auszustatten. Ähnliche Pläne gibt es wohl auch in Celle, Wolfsburg und Osnabrück. Wie wichtig das ist. Das zeigt ein neuer tragischer Fall. Dazu mehr von Zodrin Harder in den Nachrichten. Der Fall ist unfassbar. Ein Krankenpfleger bringt mehr als 100 Menschen um. Eine Staatsanwaltschaft bleibt über weite Strecken untätig
Einfach mal was raushauen. Wer gefrustet ist, sucht ja gerne Schuldige und Fakten stören da meistens nur. Das gibt's eben auch bei uns in Niedersachsen und offenbar nervt das aber viele zunehmend. Denn argumentieren gegen Stammtischparolen. Vereine in Niedersachsen sind alles andere als altmodisch. Zwei von ihnen waren heute in Berlin beim Bundespräsidenten, denn der hat heute die goldenen Sterne des Sports verliehen. Genau, und ab an die frische Luft war heute ganz sicher eine gute Idee und seien es nur 10 Minuten einmal um den Block, das Licht und die Farben, die tun der Seele eben gut. Klaus Dressler hat gestern Abend dazu noch diesen spektakulären Sonnenuntergang erwischt mit Feuer in den Wolken, wie er uns geschrieben hat. Ein wirklich toller Wettergruß aus dem Burgwald Dinklage. Ganz vielen Dank dafür. Claudia Kleinert, trocken und eisig. Bleibt das so? Antje, eisig bleibt es, trocken nicht so ganz für alle. Ja, danke schön, Claudia Kleinert. Und das war unser Dienstag in Niedersachsen. Morgen sind wir wieder für Sie da. Christina von Saas um 18 Uhr um 19.30 Uhr. Treffen wir uns hier wieder. Das wäre jedenfalls schön. Also, schönen Abend, bis dann. NDR 1 Niedersachsen. Läuft jetzt auch bei mir. Morgen kommt einer, der sehr sportlich ist. Er ist sowas wie der Sunnyboy im Skizirkus, mit 2 Olympiasiegen sogar eine Legende, Markus Wassmeier. Heute ist er Direktor seines eigenen Freilichtmuseums am Stiersee. Und ob er es wohl trotz Schneechaos morgen in den Alpen pünktlich zur Sendung schafft, das erfahren Sie dann, wie gesagt, morgen. Und du musst jetzt flott machen. Du musst nämlich in die Buchhandlung hier in Hamburg. Du gibst noch eine Lesung. Ich gebe noch eine Lesung, Kommt alle vorbei. Ist noch Platz? Ich hoffe. Ja, und dann fährt man vor allem alles, über was wir jetzt nicht reden können. Das Buch ist ja noch viel dicker. Also von daher, Dankeschön für all die guten Tipps. Alles Gute weiterhin. Wir sehen uns morgen 18.45 Uhr hier bei Das wäre schön, wenn Sie dabei sind. Tschüss, geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Ciao. Und probieren Sie mal eine süße Süßkartoffel. Sehr lecker. Moin und guten Abend, liebe Zuschauer. Hallo Niedersachsen, heute mit dem ein oder anderen Aufreger. Aber der Reihe nach hier erstmal die Übersicht. Folgen des Warnstreiks für Flugreisende in Hannover. Wie groß war das Durcheinander? Ist die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Behörden prüfen Extremismusverdacht. Und Schlachthof statt Gnadenbrot, wurden alte Pferde illegal geschlachtet? Lange Gesichter und lange Schlangen heute am Flughafen Hannover. Der Warnstreik des Sicherheitspersonals hat seine Wirkung nicht verfehlt. Die Jugendorganisation der AfD hatte ihren Verband in Niedersachsen aufgelöst. Mitglieder der AfD sollten mit einem Leitfaden sensibilisiert werden. All das, um nur nicht vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Wir bleiben noch bei der AfD. Die sieht sich von anderen Parteien im Landtag ungerecht behandelt und wollte sich einklagen am obersten Gericht in Niedersachsen. Diesmal geht es um die Mitbestimmung bei Gedenkstätten. Alles Weitere von Georg Pötsch in den Kurznachrichten. Ja, und die Abstimmung zum Brexit-Deal in London heute Abend dominiert europaweit die Nachrichten. Gegen 20 Uhr wird es wohl ernst und auch in Cuxhaven verfolgt man den Ausgang der Abstimmung sehr genau. Dankeschön, David Römelt. Pferdebesitzer, die ihre altgedienten und liebgewonnenen Tiere in gutem Glauben für den Lebensabend unterbringen wollten, erleben gerade ein böses Erwachen. Einen ausführlichen Bericht dazu haben wir bei Panorama 3 für Sie, NDR Fernsehen, heute Abend 21.15 Uhr. Eine Spätfolge des Dürresommers ist behoben. Viel, viel Regen hat dafür gesorgt, dass die Trinkwasservorräte im Harz wieder im grünen Bereich sind. Wir machen noch einmal Kurznachrichten. In unserem Thema der Woche beschäftigen wir uns mit Licht in all seinen Facetten. Gebündelt wird aus Lichtstrahlen ein Laser. Und mit dieser Technik werden laufend neue, bahnbrechende Anwendungen entwickelt. Sicher ist auch, dass es zuletzt ordentlich geregnet hat. Das sorgt für volle Talsperren und für nasse Füße. Denn die Weser zum Beispiel führt wieder Hochwasser. Bei Bodenwerder ist der Fluss über die Ufer getreten. Horst Kumpf hat uns das Bild dazu geschickt. Vielen Dank. Zu größeren Überschwemmungen ist es bis jetzt Gott sei Dank nicht gekommen. Und Sven Plöger kann uns sagen, ob noch mehr Niederschlag kommt oder dreht der Himmel mal den Hahn zu.
Ja, nach dem trockenen Sommer wird der ein oder andere vielleicht sogar ein bisschen fröhlich sein, dass man jetzt ordentlich Wassernachschub bekommen hat. Zu warm und zu nass, so die Winterhalbzeitbilanz von Sven Plöger. Vielen Dank. Ja, wir sind schon weit über die Halbzeit. Unsere Spielzeit bei Hallo Niedersachsen ist rum. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend, gerne bis morgen und tschüss.